Am 29. Mai fand in der Orangerie des Tiergartens Schönbrunn die erste Kunstgala der Tiere statt, bei der es auch eine Weltvorpremiere zu sehen gab. Die ersten gemalten 3D-Bilder von Hannes Rosbacher konnten mit entsprechender Ausrüstung begutachtet werden, bevor sie im Herbst 2010 als Weltpremiere bei der Expo im chinesischen Shanghai der Weltöffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Ebenfalls zu sehen waren Bilder aus der Serie 2 to 12, 2 vor 12, welche Tiere zeigt, deren Art knapp vor der Ausrottung steht. So kam der Reinerlös der an diesem Abend versteigerten Bilder diesen Tierarten zugute. Unter den Ehrengästen des Abends Christina und Richard Lugner auf getrennten Tischen, Toni Rey, Heribert Kaspar und Modedesigner La Honk mit Überraschungsgast Vincent Bueno, der sich spontan zu einer Show-Einlage überreden ließ. Zum dreigängigen Galadinner von Starkoch Manfred Kröpfel gab es eine Show der besonderen Art. Aus der Serie David Diamonds zeigte die in Wiener Neustadt ansässige Diamantenmanufaktur Jamion die Edelsteine in ihrer wohl schönsten Form. Michelle Steiner und Dieter Schmäler sorgten für tierische Unterhaltung auf Wienerisch. Zwei Tiere treffen sich am Waldrand. Hallo, du, wie heißt du? Fragt das erste Tier. Ich heiße Wolfshund. Das ist aber ein komischer Name. Ich meine wirklich. Naja, du, mein Vater ist ein Wolf und meine Mutter ist eine Hündin. Und wie heißt du? Fragt der Wolfshund. Also ich heiße Ameisenbär. Ja. Haben Sie den verstanden? Ja, das ist schon. Ich glaube nicht wirklich. Das ist einer, zum in sich hineinhorchen. Eine Katze jagt eine Maus. Ich glaube, Sie können die Geschichte fertig erzählen. Eine Katze jagt eine Maus. Die Maus rennt dieser Katze davon in den Kuhstall, sagt zu der Kuh in höchster Not, bitte scheiß mir zu, damit man die Katz nicht findet. Die Kuh, nicht faul, lässt einen Fladen fallen, tut also der Maus den Gefallen. Die wird wirklich komplett zubetoniert, nur ihr Schwanzel schaut heraus. Was macht die Katz, die in den Stall gekommen ist? Die sieht den Schwanzel, zieht die Maus heraus und verspeist sie. Was ist die Moral von der Geschichte? Nicht alle, die dich bescheißen, sind deine Feinde. Und, Achtung, noch nicht, wenn du schon in der Scheiße hier hockst, dann darfst du nicht den Schwanzerl aus sich stehen lassen. Und schließlich, nicht alle, die dich aus der Scheiße ziehen, sind deine Freunde. Veranstalterin der Gala, Corinna Steiner, versteigerte mit dem Maler Hannes Rosbacher eines seiner Werke, ein Bild von einem Orang-Utan, welches rund 1.300 Euro zur Arterhaltung des Orang-Utans im Tiergarten Schönbrunn einbrachte. Als Höhepunkt des Abends wurde der Tier Award verliehen für herausragende Leistungen zum Schutz von Tieren.
Schauspielerin und Laudatorin Brigitte Krenn über die Preisträgerin Gertrude Fraller. Oder die Nachbarn bringen ihr rundherum die kranken Tiere und oder marode Tiere, die sie hochpäppelt. Da war mal eine winzige Ente dabei und die hat sie so schön hochgekriegt. Wie sie erwachsen war, hat sie mit einem Hundeband, ist sie dann mit ihren Hunden spazieren gegangen. Und es leider blöderweise ist sie dann doch in den Brattopf gekommen, weil die Verwandten haben es dann gegessen. Aber wurscht. Da hat ein Mann aus Deutschland hat so einen kleinen Affen gebracht. Ja? Das war ein Listaffel. Und den hat sie dann Sackerl genäht und zwischen ihren mächtigen Brüsten herumtragen. Und so ist sie gegangen mit dem Affen, bis er groß war. Und ich kenne den Affen, der lebt noch, ist jetzt schon zahnlos und über 10 Jahre. Er hat dieses wohlige Heim verlassen, bereits jetzt dann, aber er lebt sehr fröhlich. Über diese liebenswerte Person gibt es wirklich viele Geschichten und vielleicht schreibt sie ja mal ein Buch. Und jetzt möchte ich ihr den Preis überreichen für den tierliebendsten Menschen 2010, Gertrude Fraller, auf die Bühne! Diese Unterhaltung sorgte zum einen die österreichische Rockröhre Needle und zum anderen DJ Martina Kaiser an den Turntables. Die erste Kunstgala der Tiere hat einmal mehr eindrucksvoll belegt, wie wichtig das Thema Artenschutz für die ganze Gesellschaft ist. Nicht allein deswegen wird diese Gala wohl nicht zum letzten Mal stattgefunden haben.